was ich mache. Genau. Ich ziehe die nämlich immer mit und ziehe sie mit ein. Und dann funktioniert das jetzt wunderbar. Ja, okay. Also die entwickeln bei uns ganz schnell Vertrauen. Also die werden auch so ein bisschen so adoptierte Teammitglieder. Genau, so ähnlich, ja. Ja, wir geben zumindest die Guten. Wir geben denen zumindest auch das Gefühl, damit fangen wir an, dass wir sie verstehen und dass sie dann selbst eigentlich das Problem haben, ne, und dass die fühlen sich für alles, vieles verantwortlich und akzeptieren auch nicht sofort die Erkrankung oder denken, können das noch nicht so mitfühlen, wie schlimm das eigentlich ist und dass wir das verstehen. Mhm. Ne? Und dass die dann mit dem Problem nicht alleine stehen. Und dann geht es ganz schnell. Das sind so Probleme, die wir schon längst eingeübt haben. Und dass wir die auch nicht verurteilen, ne? Weil viele Angehörige haben das Problem, dieses Gefühl, ich habe jetzt meine Mutter oder meinen Vater abgeschoben. Meinen hier, sie müssen eine ganz große Welle machen. Ich bin ja die, die sich kümmert. Ja. Aber wir geben denen schnell das Gefühl, dass wir es verstehen, dass es hier kein Abschieben ist. Mhm. Und integrieren die mit in unsere Arbeit. Und dass die sich für gar nichts schämen sollen. Weil es ist auch dann eigentlich immer nur zum Anfang, dass die Angehörigen sich dann schämen. Ich finde, in dem Team übernimmt jeder Person für sich eine Aufgabe. Eine ist das, ne, macht die ärztliche Sachen ganz gut, die andere macht das die Betreuung ganz gut, die andere vielleicht führt die Pflege ganz gut durch, eine andere kennt die Bewohner super gut. Ich finde, also so eine starke Seite, also die wirklich von einer Seite sehr stark ist, wenn die geht, dann macht man das wirklich. Also das belastet mich schon. Das belastet dann schon. Ja. Eine ist ganz ruhig, vielleicht hält das den Team so ganz ruhig unter Kontrolle. Ja. Die andere hat das was zu sagen, die weiß, wie dann mit dem Team gut umgehen kann. Eine organisiert alles. Und was mich auch belastet, ist teilweise, ne, dann hat man so ein, zwei, die dann immer so gegenschießen. So ja, dieses Lästern. Ja. Ja, das belastet mich. Dann denke ich, wir sind so ein tolles Team. Wir machen hier so eine psychisch anstrengende Arbeit. Warum schießt ihr jetzt dagegen? Das verstehe ich dann nicht. Und genauso finde ich, genauso gibt es auch die Bewohner, dass die auch genauso charakterische Sachen haben. Ja, die schießen auch, die gibt es auch, die Bewohner. Also ich finde, das gehört auch zum Familie zu sein. Also einer ist das so und die andere ist so. Genau. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie jetzt so ein Teammitglied haben, das eher so ein bisschen so negativ drauf ist und klagt und jammert, so unzufrieden ist? Und sie merken einfach, das stört mich jetzt. Also ich persönlich, ich mache ja viel Persönlichkeitsentwicklung, ich spreche da mit demjenigen, spreche ich an, gebe ihm Tipps und entweder nimmt er sie an oder er lässt es. Aber Sie sprechen das dann gegenüber einem Mitarbeiter auch an? Ja. Also, so im Sinne von deine Klagerei oder dein Jammern. Ja, das bringt eine Unruhe im das Team. Bringt, das tut uns Warum nicht gut. Warum machst du das? Ja. Und wenn einer meckert über den anderen oder über irgendwas, da wird nicht irgendwie, könntest du beim nächsten Mal es besser machen oder lass es sein oder mach so, ne, oder denk mal drüber nach. Nein, es wird gemeckert. Mhm. Dann kommt er, kannst du ihm das sagen? Ihr seid ja die nächsten Tage zusammen im Dienst, ihr könnt doch miteinander reden. Und das müssen die erlernen. Da ich dieses Team schon ein paar Jahre länger zusammengebaut habe, haben wir das gemerkt, dass es dann besser ist. Okay. Austausch, Problem bewusst machen, ne, oder Verhalten und so. Und das ist effektiver. Ne?